letzte Teil von unserer dreiteiligen Serie mit der PFR. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Prüfdüsen bzw. Prüfleitungen muss ich gleich noch anpassen. Aber ich habe hier schon mal die Prüfvorrichtungen für die PFR hingesetzt, aufgebaut, habe eine Messuhr dran gemacht, dass wir sehen können, wie der Regelweg ist. Ich habe schon mal das Prüfblatt rausgesucht. Und jetzt kann ich hier die Chance gerade nutzen. Die Pumpen, die haben ja ein sogenanntes Einbaumaß hier auf dem Typenschild stehen. Hier diese 95 plus minus 0,4. Die definiert quasi, wie tief die Pumpe im Gehäuse drin sitzt, beziehungsweise im Motor drin sitzt. Und sagt halt relativ, ja, simpel gesagt aus, also ich sag mal, der Vorhub wird quasi in Abhängigkeit darauf eingestellt. So. Gemessen wir das Ganze relativ simpel mit einem tiefen Maß, ja, auf die Nocke. So. Wie gesagt, ne, 95 plus minus 0,4. Wir sind jetzt bei, ja, was haben wir? 94,8. Also sind wir genau drin. Ja, das heißt, wir können die Pumpe einfach nehmen, können sie hier einsetzen. Dann sollte man natürlich rüberschieben. So. Einmal die Prüfvorrichtung damit. Und dann, ja, wenn man die Nocken dann noch alle seitwärts dreht, dann fällt die Pumpe auf uns selber da rein. Jetzt gucken wir noch, dass hier die Regelstange in die Fassung rutscht. Zack. Einmal verschrauben, Leitungen drauf, Düsen dran und dann können wir mit dem Prüfen anfangen. Alles aufgebaut. Ich habe die Pumpe übrigens, bevor ich sie hier reingesetzt habe, innen noch geölt. Jetzt können wir die Messuhr mal anklemmen. Die ist hier mit einem Magnet fest. Und von dem war noch 0. So, das ist unsere 0. Man sieht das hier auch schön auf der Regelstange. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Doch, hier sieht man schön, ne? Stopp mit einem Pfeil. Da ist Stopp, also ist da 0. Und jetzt haben wir hier 60er Elemente, das heißt, wir brauchen bei 9 mm Regelweg 2,2 bis 3,5, bei 12 mm 3,8 bis 5,3 und bei 18 mm 7,2 bis 8,6. Und Förderbeginn ist hier keiner angegeben, das heißt, der ist nicht einzustellen. Beim Einbaumaß übrigens, logischerweise, kann man die Tiefe mit Unterlegscheiben, also mit passenden Platten, die da unten drunter kommen, nachjustieren. So, das heißt, wir fahren jetzt die Pumpe erstmal langsam an. Ich gehe mal wieder meinen üblichen Regeln nach und drehe die mal von Hand durch, ob irgendwas auf irgendeine Art und Weise knackt, wie es nicht sollte. So, ja, nö. Nichts. Alles klar. Gut, dann können wir die mal mit diesen Fluten entlüften und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Ha, nachdem mein Handy dann zwischenzeitlich mal den Dienst quittiert hat, weil zu warm, habe ich es dann mal 2 Minuten vor den Ventilator gestellt. Es ist so unsäglich warm heute, ne? Das ist unglaublich. Ich bin ja hier jetzt nochmal in der großen Werkstatt, die kleine ist klimatisiert, die hier nicht. Da ist der einzige Frühstand, der läuft. Übrigens, Frage in die Runde. Kennt sich irgendjemand mit den Böhringer Sturmgetrieben aus? Weil oben das läuft nicht mehr. Vielleicht kann mir da ja mal einer weiterhelfen. Ich habe es jetzt schon auseinander, wollte es mal reinigen und nochmal zusammensetzen, weil allzu kompliziert scheinen die Teile ja nicht zu sein. Ist aus den 1930er Jahren. Firma Spitzenlast habe ich schon kontaktiert, die kennen sich damit auch nicht mehr aus. Also vielleicht gibt es da ja irgendjemanden, der ein bisschen Ahnung von den Teilen hat. Ja, wäre cool, weil dann kann man den alten Prüfstand wieder zum Laufen bringen. So, gelaufen ist er noch nicht, das heißt, wir müssen jetzt sowieso erstmal entlüften. Einmal zu, einmal das, Getriebe auf Leerlauf. Schauen wir doch mal.
geben wir mal langsam Druck drauf, ob alles dicht ist. Dann gehen wir mal in den schnellen Gang und lassen den Kollegen doch mal laufen. Schief eingespannt. Die fenstert noch ein wenig. Ich muss mal gerade kurz hier die Vorrichtung richtig ausrichten, weil sonst brechen mir die Leitungen ab. Das sieht doch weitaus besser aus. Entlüftet hätten wir. Wo ist mein Schlüssel? Da. Können wir da einmal zudrehen. Also peripheres Sehen ist schon ganz praktisch. Hat man leider nicht, wenn man in die Kamera guckt. Wenn man so über die Kamera guckt. So, erste Runde. 1000 Umdrehungen, 9 mm Regelweg. Kommen wir erstmal auf 100 Hügel. Nehmen wir die kleinen Gläser zu, die müssen wir sowieso erstmal noch benetzen. Moment, eigentlich können wir auch die andere Laufrichtung holen, das ist bei den Puppen nämlich egal. Machen wir Linkslauf. Dann kann man eigentlich mal diese blöde Anzeige richtig lesen. So. Halt, Linkslauf. Die Gläser benetzt. Ein Element hat verdächtig mehr als das andere. Die müssen wir also auf jeden Fall anpassen. Ja, die Idee mit der Feder war gut, aber der Magnet hier ist doch zu schwach. Ich habe jetzt hier die Stange quasi. Was ist denn jetzt los? Ah, Moment. Weitwinkel ist noch an. So. Ich habe jetzt hier quasi die Regelstange blockiert mit zwei kleinen Mini-Magnetchen. Fällt jetzt alles so. Dann gehen wir mal auf 1000 Touren. Und dann messen wir mal, wie groß der Unterschied hier ist. Davon, wenn man immer rechts läuft. Yep, mein Handy hat schon wieder resigniert. Es ist einfach echt brütend warm. Naja, zurück zum Thema. Wir sehen hier 7 Kubik. 6,8. Ja? Knapp unter 7. Und hier haben wir ja, 5,2. Wir haben, wir erinnern uns, einen Grenzwert von 3,5 Kubik. Wir haben auf 200, also pro 100 Hübe, und wir haben auf 200 Hübe gemacht, also maximal 7. Das heißt, wir sind da perfekt drin. Und stellen jetzt das Element hier nach oben. Das ist nämlich das Verstellbare. Und dann messen wir nochmal, und wenn das passt, dann fahren wir die anderen Drehzahlbereiche noch ab. Und wenn das auch stimmt, dann sind wir schon fertig mit dem Ding. Weil der Rest ist im Motor und da komme ich nicht dran. Ich bin übrigens mal gespannt, wie lange das Handy jetzt hält. Ich hatte es nämlich eben im Kühlschrank liegen. Kein Witz. Das Ding lag im Kühlschrank. Ja.
Also, selbes Spiel nochmal. Ich mache es jetzt einfach so, muss ich euch ja nicht tausendmal zeigen. Geht's da, das stimmt? Probieren wir es mal mit den großen Gläsern. Einfach nur, um die Präzision zu erhöhen. Wobei man das bei dem Schlepper sowieso nicht wirklich merken würde, wenn da jetzt ein großer Unterschied ist. Der momentan einen Unterschied von ca. 0,2 Kubik, 0,15 Kubik. Und die Toleranz liegt bei 0,3. Ne, hier Unterschied auf 100 Hübe 0,3. Also fahren wir jetzt mal die großen Gläser. Das heißt, da dürfen wir 3 Kubik Unterschiede haben. Das ist einfach eine präzisere Messung. Auch nochmal benetzen. So. Jetzt gehen wir auf die 1000 Hübe. Und sehen uns gleich wieder. Knapp über 30, also wir sind in der Toleranz, aber trotzdem stelle ich den hier jetzt noch ein bisschen hoch. Bis 35 dürfen wir haben. Geht noch nicht so weit ran, weil wenn wir zu hoch kommen, kann es sein, dass er anfängt blau zu rauchen im Schubbetrieb. Also bleiben wir mal schön da, wo wir hin sollen. Ich stelle jetzt noch einmal nach, messe noch einmal genau und dann messen wir noch die anderen Bereiche ab und dann sind wir durch. Ich bin zufrieden. Wir sehen hier 33 und 32,5. Besser wird es nicht. Das ist in Ordnung so. Wie gesagt, wir hätten hier eine Toleranz von 3 Kubikzentimetern, weil wir auf 1000 Hübe gegangen sind und nicht auf 100. Jetzt können wir die nächste Stufe abfahren. Fahren wir mal bei 1000 Umdrehungen den 12 mm Regelweg. So, 12 mm. Nehmen wir jetzt wieder die kleinen Gläser. Das spart einfach Zeit, weil präzise eingestellt ist. Bisher. Nochmal 200 Hübe, 1000 Umdrehungen. Zum Arbeiten. Aber gut.
die haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr mal sehen wollt. Die Düsengeschichte steht da auch noch aus. Das kommt als nächstes. Und, ich bin nicht zufrieden. Ich habe sie gerade durchgefahren und guckt euch das mal an. Das sind fast 2 Kubik Unterschied. Und das bei 200 Hüben. Also 1 Kubik auf 100. Ein relativ eindeutiges Zeichen dafür, dass ein Ventil hängt. Und das hatte ich vor kurzem schon mal mit der gleichen Serie Druckventile von Bosch. Du kannst einfach kein Bosch mehr verbauen. Ärgerlich. Also zurückschicken, neue ordern. Und dieses Mal kein Bosch. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Die füllen sich beide langsam. Der hier schneller als der hier. Die sind nicht richtig dicht. Da läuft jetzt schon fast über. Ja, jetzt sieht man es schön. Woran mag es liegen? Vielleicht habe ich die Druckventile nicht fest genug angezogen. Ich glaube, ich habe gesagt 5 Kilo, aber die kriegen eigentlich, so wie es aussieht, 6 und zwar 3-mal. 2-mal 5,5 und dann beim 3. Mal 6. Oder aber, es liegt tatsächlich an den Nylonringen, wegen dem Abdruck vom Pressen. Das kann auch sein. Ich ziehe die jetzt mal nach und dann gucke ich es mir nochmal an. Und dann werden wir ja sehen. Auch mit dem richtigen Drehmoment laufen sie noch über. Also, als nächstes Dichtungen tauschen. Wenn das nichts hilft, sind die Druckventile hinüber. Wir haben die Schuldigen. Guckt euch mal die Scheiße hier an. Seht ihr diese Punkte? Ist klar, dass das nicht dicht wird, oder? Ihr wisst quasi diese Hubbel, die da drauf waren, habe ich auf der Glasplatte mit Schmirgelpapier abgefeilt. Da wird es nochmal nachgeprüft, jetzt passen die Werte alle. Aber genau dafür fährt man die Dinger ja über den Prüfstand, um genau das rauszufinden. Wobei, wenn ich mir jetzt den Leerlauf hier angucke, da ist einer auch nur so halb da. Also dicht waren sie beide. Eventuell ist wirklich noch ein Druckventil hin. Das ist einfach schön, wenn man die Finger an der Leitung hat. Aber bei. Viel Unterschied ist da gar nicht. Gehen wir rausgucken. Ja, da hier ist ein Kubik und da halbes. Also der sackt immer noch ein bisschen ab. Also gerade im Leerlauf wird man es halt merken, ne? Ist, wenn er halt. Ja, man hört es auch so schon. Läuft einer, läuft ein bisschen härter als der andere. Wie das so aussieht. Ja. Leerlaufprüfung gemacht. Da ist der erste. Nix. So, und das Problem von dem Schlepper war ja, dass der nur auf einem Topf lief die ganze Zeit. Und jetzt frage ich mich, wo das herkommt. Ich werde jetzt trotzdem mal noch die Druckventile ausbauen, beziehungsweise ich tausche jetzt mal das eine hier. Und dann muss ich gucken. Also, gerade im Moment kann ich es mir noch nicht erklären. Aber wir probieren das jetzt mal mit dem Druckventil und dann schauen wir mal weiter. Ich kann euch sagen, das Ding war eine schwere Geburt. Jetzt läuft sie. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich habe die Dichtungen geplant, habe sie drauf gemacht. Dann
hat ein Leerlauf ein Zylinder gefehlt. Dann habe ich die Düsen untereinander getauscht. Dann hat er immer noch gefehlt. Dann habe ich ihn rausgeholt, habe ihn wieder eingebaut. Dann ging der Zylinder, ging der andere nicht mehr. So habe ich die Druckventile getauscht. Bosch raus, DTP rein. Geht. Konnte ich gerade nochmal die Menge nachstellen. Jetzt passt alles perfekt. Puh. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Um es nochmal zu sagen, lasst doch gerne ein Abo da und ein Like. Teilt es mit euren Freunden und ja, wenn du mal eine Pumpe zu machen hast, dann sag Bescheid. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanalinfo oder auch den direkten WhatsApp-Kontakt zu mir auf der Seite über mich auf meiner Website. Da ist unten so ein kleiner Button, könnt ihr einfach draufklicken und dann werdet ihr schon zu WhatsApp-Web weitergeleitet. Gut, als nächstes wie versprochen das Video mit den Düsen und ich bin froh, dass ich für heute hier fertig bin. Ich bin am Überdrehen, das ist unglaublich. Es sind mittlerweile 39 Grad in der Werkstatt wegen dem Prüfstand, weil er heizt ohne Ende. Und ja, zum zweiten Mal wurde ich mit diesen Bosch-Druckventilen enttäuscht. Die haben sie mir auch nur versehentlich zugeschickt. Eigentlich hatte ich DTP bestellt. Die sind jetzt auch drin. Naja, was will man machen? Übrigens, guckt doch einfach mal auf meiner Website vorbei und schaut euch die mal an. Link ist da unten in der Beschreibung vom Video. Ihr könnt mir mal einfach sagen, was ihr davon haltet. Und auf der ersten Seite findet ihr auch direkt ein Kontaktformular, auf dem ihr, wenn ihr irgendwelche Teile braucht, Düsen, Einspritzpumpenteile, was weiß ich was, irgendwas in Richtung diese Technik, da könnt ihr einfach mal eine Anfrage stellen. Ich kenne das, dass man oft das Problem hat, dass man nicht weiß, was man bestellen soll. Oder halt, wie auch hier, wo einfach Erfahrungswerte zählen, was man nehmen soll und was nicht. Oder aber, dass es einfach so viele verschiedene Arten und Typen gibt, zum Beispiel andere Druckventildichtungen hier bei der B-Ausführung als bei der C- oder D-Ausführung. In der Regel sind die von der D-Ausführung im Teilesatz dabei, das heißt, die passen nicht, da sind dann die Teile hierfür nicht dabei und. Das sind alles so Feinheiten, die kann man einfach nicht wissen. Da muss man jemanden fragen, der Ahnung hat. Und dafür ist das Kontaktformular da. Und ja, ich besorge euch gerne die Teile, die ihr braucht. Bis dahin, euer Dominik.